Wir machen mal den sicheren Weg, ne? Wir wissen ja nicht, was passiert, wenn wir den anderen den Weg nehmen. Das könnte vielleicht böse enden. Vielleicht war das vorhin nur ein Zufall, dass das ging. Nachher falle ich runter und ertrinke. Guck mal hier. Jump'n'Run ohne Speicherfunktion? Weiß ich nicht, ob ich das will. Mit 30 Frames. Wir ziehen hier erstmal einen Stecker. Dann gucken wir mal weiter. Aber schreit er förmlich danach, ne? Dass wir da lang sollen. Hopp. Oh ja, für eine Kiste kann man das schon mal machen. Vor allem, wenn die Munition voll ist. Jetzt wieder zurück. So, warte mal, rückzu müssen wir wirklich da drauf laufen, ne? Weil ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Das sieht so unüberwindbar aus. Weiß ich nicht, ob ich das probieren. Wir gucken erstmal, ob wir. Oder? Safety first, ne? Also mit Speicherpunkten ist schon ganz schön gefährlich hier. Die Gegner sind schon gut, besonders über Headset, die Geräusche. Ja. Die halten halt nichts aus, ne? Da kommt man doch dann zurück. Okay. Wir machen mal lieber den sicheren Weg. Ich habe keinen Bock, dass ich abschmiere. Ja, die KI ist jetzt nicht so überzeugend, aber das habe ich auch schon gehört in den Tests. Gibt Schlimmeres. Leuchtet auch was durch die Wand. Aha. Also ich dachte, dass was durch die Wand leuchten würde. Also so ein entspannter Speicherpunkt wäre jetzt mal cool. Ich würde gerne das Game mal neu starten. Wobei ich nicht glaube, dass das irgendwie hilft. Aua! Au, 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 au. Mich ein bisschen hinreißen lassen gerade, ne? Hauptsächlich habe ich mich gerade zu Tode erschrocken. Ganz schön frech. Ein bisschen Aimbot haben wir aber schon, ne? Ich sehe die Leute nicht mal und die schießen. Also ich sehe die Roboter nicht mal und die schießen aber auf mich. Das ist frech. Hallo? Da. So schnell ist die Munition weg, ne? Ob du mal zurückkommst, Junge? Geronimo? Ah ja. Damit hätte ich auch rechnen können. Wir haben aus dem Weg. Hoffe ich zumindest. Wir brauchen auch keine Munition, ne? Das ist ganz schön frech. Ganz schön frech, muss ich sagen. Können wir jetzt nochmal eine Potion? Okay, oh, hier durchgehen, ne?
Die Tür vorhin nicht aufgemacht? Warum ist die wieder zu? Fragen über Fragen. Hallo, hallo? All die Munition, die ich liegen lasse, ne? Blutet mir das Herz. Ach du Schande. Und ich war. Oh, hier hat sich irgendein Entwickler gedacht. Die Leute foppen aber, ne? Stimmt alle leer. Oder in einem ist irgendwas drin? Wirklich alle leer. Schweinebande. Gibt's aber nicht. Hey, you still there? Tell me about Rosendahl. Where did he come from? Well, he arrives here just like you. One day he just appeared in the Institute, to all the scientists' surprise. I can imagine. He had so much knowledge. He was something like an angel. An angel helping us selflessly to fight the machines that had plagued us for so long. An angel with many secrets. Well, I imagine that as a king, you've got to keep quite a few things close to the chest. Speaking of secrets, what is your relationship to him? Well, we, you know, love each other. We're a couple. Huh. You know, in theory, that essentially makes you the queen of Hackovic. Our queen of ruins. With only one subject, as it seems. Well, better than an old man in a wheelchair, if you ask me, Your Majesty. Come on. Ah, Mensch. Abkürzen? Ah, lieber nicht. Lieber nicht, weil wir uns nicht die Beine brechen. So. Ach, beide gehen gleich hoch. Na schön. Kommen gleich von rechts und links ein Gegner wahrscheinlich. Doch nicht. So, was haben wir hier Feines? Munition, Taschenlampe. Den Schub habe ich natürlich nicht aus Versehen aufgemacht, sondern mit voller Absicht. Wir haben immer noch nicht das Ding da drüben kaputt. Nein, warte, das ist automatisch aufgegangen. Kriegt man das kaputt? Was macht das? Sieht aus wie eine Bombe. Glaube ich nur Zierde, ne? Das mit der Musik, das gefällt mir gerade weniger. Deutet im Zweifelsfall immer Probleme. Well then, don't get yourself killed at the last hurdle. Just up that hill, and you're there. Thanks for the heads up, old man. Oh, anytime. Ha! Dingens, Womans. Strategisch geplanter Fehlschuss, na, Brandon. Also, ich speichere jetzt mal kurz und starte das Spiel neu. In der Hoffnung, dass jetzt irgendwas passiert. Wahrscheinlich nicht. Aber es könnte wirklich ein Bug sein. So, nochmal Industria. Eigentlich wäre es auch jetzt gerade genau der richtige Zeitpunkt, um ins Bett zu gehen, aber. Was ich noch machen könnte, ich könnte mal ein Vollbild schalten. Vielleicht hilft das ja. Ich bin im Window-Mode. Window-Vollbild, vielleicht finde das nicht ganz so geil. Der hier.
Das ist uncool. Scheiße. Nun. Game, mach nicht diesen jetzt, ne? Well. Oh. Ich habe eine Taste gedrückt, das hat geholfen. Gott sei Dank. Aber es hat in der Tat nichts gebracht. Ich mache jetzt mal auf Vollbild. Und siehe da. Es hat nichts gebracht. Nee, nichts gebrachte. Bei mir. Es ist halt wirklich, die Leute fragen sich immer. Also. Wenn ich den Leuten sage, ich habe Pech, ne? Dann sagen die immer, das kann gar nicht sein, so viel Pech kann kein Mensch haben, aber guckt es euch an. Also. Doch. Weil ich die Kiste nochmal gespawnt. Wo ist denn? Jo, geil. Mein Beil ist weg. Was ist das denn? Jetzt wird's aber komisch, ne? Ja, nice. Ach Gott. Ja, wie soll ich jetzt die mit Munition einfach oder was kaputt machen? Weiß ich nicht. Schwierig. Der Zoom ist jetzt aber auch nicht die Härte, ne? Kann ich hier noch? Nee. Und das für ein Sniper? Sound ist aber satt, das muss man schon mal sagen. Hat keiner gesehen? Ich höre doch hier noch was. Wie soll ich denn jetzt die Kisten kaputt machen? Oh, noch zwei Schuss pro Kiste. Als ob. Scheiße. Hör ich auch noch irgendwas? Ach, hier schießt irgendwas. Moment. Ich kann hier zurücklaufen, ne? Hier lag da noch ein Haufen Shit rum. Ich habe da noch einen Haufen Munition hier liegen lassen. Muss ja jetzt mal die Munitionsart sein, die ich jetzt in dem Gewehr habe. Hier lang. Oh, da unten war noch was. Ich hoffe, dass die Gegner jetzt nicht neu gespawnt sind, ne? Mich doch veräppeln. Warum habe ich denn meine Axt nicht mehr? Was ist das denn? Also Leute, da müsst ihr was machen, ne? Kannst du hier erstmal schön Munition farmen, auch nicht schlecht. Und vor allem in jeder Kiste ist jetzt was anderes hier drin. Und wie soll ich hier durchkommen? Ach Gott. Das geht ja gar nicht. Leute. Ist schwierig. Was soll denn das jetzt? Warum habe ich jetzt in den Kisten irgendwie wieder anderen Scheiß drin? Ne? Das kostet mich ja unendlich Munition, hier die Scheiße kaputt zu machen.
War jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Den Spawn haben sie natürlich nicht geändert. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Du hast es geschafft, jetzt habe ich auch Lust drauf bekommen. Schönen Abend noch. Oh nein, ich habe einen meiner Viewer zum Spielen animiert. Ja, viel Spaß auf jeden Fall. Ich dachte, du hast es schon durchgespielt, aber okay. Ich wünsche dir viel Spaß. Hier hinten war noch eine Kiste, ne? Wollen wir noch mal prüfen, was hier drin liegt? Einer sagt da. Wenn ich jetzt kaputt werfen könnte. Ah, ist doch. Dafür hat sich der Weg doch gelohnt. Ja, schon, die Lust ist ja noch da. Spielst du es jetzt einfach nochmal, oder wie? Der alle zu viel Zeit, Leute? Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was ich zuerst spielen soll eigentlich. Ich bin übrigens hier vorhin nicht hochgelaufen, ne? Bin ein richtiger Trottel. Habe jetzt aber scheinbar auch nichts verpasst, wenn ich das so sehe. Nö. Nun ja. Raytracing ist halt ein bisschen anstrengend. Vor allen Dingen, es bringt halt nichts, einzelne Raytracing-Optionen auszuschalten, sondern man muss halt wirklich komplett Raytracing ausmachen, damit es durchläuft. I don't know. Ich meine, wir können ja mal einen Vergleich machen. Es ist jetzt hier Raytracing alles an und wenn ich es jetzt ausschalte. Man kann doch einzelne Sachen ausmachen. Das macht halt gar nichts. Auch nix. Ambient Occlusion ist. Boah, da spielt sie ja auch mal ganz anders, ne? Wenn ich den anderen Kram jetzt wieder anmache, ist immer. Ja, ist egal. Sobald ich irgendwas mit Raytracing anhabe, ist vorbei die Geschichte. Schatten an. Ich weiß es nicht. Ich irgendwie reizt mich das Spiel null, aber nicht mal gereizt, worum es geht. Ja, also. Du bist halt eine Wissenschaftlerin. Sieht man das hier eigentlich in der OBS-Aufnahme? Zack, zack, zack. Dann mache ich das jetzt mal aus. OBS sieht es nicht weiter flüssig aus, würde ich behaupten. Ne? Dann machen wir es jetzt erstmal aus. Also das kann man ja kaum spielen. Toll! Eine Kiste. Warum ich auch diesen Scheiß ver... Ich speichere mal auf einen anderen Spielstand und gucke mal, ob mein Ding ins wiederkommt. Warte mal. Das ist ja... crazy. Laden. Bist halt eine Wissenschaftlerin 1989 und suchst deinen Wissenschaftskumpel, ne? Und du bist halt in eine andere Dimension gereist.